Was geht ab? Ich bin's Luisa. Schön, dass du bei einem neuen Video mit dabei bist. Heute mal ein bisschen wilder mit meinem Camouflage-Hintergrund. Nee, Spaß. Die Haare sind wild. Erkennt ihr mich überhaupt noch? Ich hab Locken. Mein letztes Amazon Beauty Bestseller Live Test kam so gut bei dir an und allgemein bei allen anderen auch. Deswegen habe ich mir zwei weitere Produkte ausgesucht, die auch gerade neu sind, beziehungsweise zumindest ich sie erst jetzt gesehen habe. Und zwar geht es um dieses wunderschöne Pinselset. Oh mein Gott, du hast diesen bestimmt schon auf Snapchat gesehen, wenn du mir da noch nicht folgst. Da heiße ich genauso, nicht genauso wie hier, sondern auf Snapchat heiße ich Luisa Crash. Ohne I-O-N, sondern Crash. Mhm. Und als zweites diese Lidschattenpalette. Und das soll angeblich ein Dupe zu der Kylie Jenner Burgundy Palette sein. Und du siehst sie gerade in der Nahaufnahme. Und dreimal darfst du raten, welcher Lidschattenton mein Lieblingston ist. Natürlich der rote. Natürlich. Ist klar. Bleib doch gerne bis zum Ende dran, denn wenn mir diese Pinsel gefallen, dann verlose ich diese auf Instagram. Da heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen. Also deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an, um zu wissen, was wir davon halten. Okay. Jo. Wir haben Luisa verloren. Offiziell. Einmal hat man Locken und man weiß nicht, wohin mit seinem Leben. Was für ein Scheitel, wohin damit. Geht ab. Grüße dich. Ich kann das wie so ein Vorhang hier zuziehen. Das ist der einzige Vorteil an Locken. Perfekt. So, und los geht's mit dem Pinsel und schau mal. Schau mal, wie schön so ein Pinsel ist. Und sie sind einfach wunderschön. Und davon habe ich, keine Ahnung, 10, 20 Stück. Ich konnte auch ruhig mal die Verpackung mal lösen, bevor ich das Video gedreht habe. Okay. Ich glaube, ich habe sie einfach gekauft, weil sie so schön aussehen, obwohl ich gar keine Pinsel brauche. Siehe meinen Pinseleimer. Aber guck mal, wie hässlich der ist. Guck mal, wie hässlich mein Pinseleimer ist und guck mal, wie schön diese Pinsel. Dann, okay, man sieht jetzt gar nichts, man findet den Fehler. Aber das sind schöne Pinsel, okay? So. Insgesamt sind das Ganze 12 Pinsel zu einem Preis von 19,95 €, was ich ehrlich gesagt wirklich in Ordnung finde, vor allem auch, wenn es so ein richtig schönes Design ist. Und es kommt mir einfach wie so vor, als wären sie so, als wäre das so Zauberstäbe irgendwie. So, Dele, wir fangen jetzt als erstes mit diesem hellen Ton an und dazu benutze ich diesen sehr groben und flachen Pinsel. Und dann gehe ich jetzt einfach mal in diese helle Farbe hinein und schau mal, wie die Lage ist. Okay, ist ein bisschen pudrig und hat schon ein bisschen mehr Fallout, wie man vielleicht hier an der Palette sehen kann. Vor allem, wenn ich es auch abklopfe, geht schon viel Produkt weg. Aber schauen wir mal. Kurz meinen Vorhang zur Seite. So, ja, zum hellen Lidschatten kann ich nicht so viel sagen. Man sieht keinen Unterschied, aber okay. Zu dem Pinsel, der ist wirklich super weich. Also da habe ich echt nichts zu sagen und die Handhabung ist auch super. Also bis jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Ich wechsle jetzt zu einem fluffigeren Pinsel. Der ist so ein bisschen grober und der eignet sich perfekt für die Lidfalte. Und da springe ich jetzt zu einem etwas dunkleren Ton und zwar hier zu diesem matten, ja, braun, rötlichen, rostbraun Rot. Terrakotta Rot, würde ich mal sagen. Gebe mir diesen Ton einfach direkt in die Lidfalte. Mit demselben Pinsel gehe ich jetzt noch in diese orangefarbene Farbe rein, einfach damit es nur noch ein bisschen mehr Wärme gibt und damit es sich so ein bisschen auch mehr meinen Haaren angleicht, weil ich habe so eine Mischung aus Dunkelrot, Hellrot, Orange, man weiß es nicht. Ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn ich meinen Augen-Make-up so ein bisschen auch meinen Haaren anpasse. Ich gehe jetzt mit einem sehr dünnen, ja, stiftartigen Pinsel in diese rote Farbe rein und kommt schon, als ob ihr nicht drauf gewartet hättet. Das ist mal eine richtig krasse Farbe. Wow, ich bin super gespannt. Und das kommt jetzt so ein bisschen an meinem, ja, äußeren Lid, am äußeren Drittel meines Augenlides. Okay, hallo, grüße dich, Rot. Grüße dich. Ich nehme jetzt hier nochmal den flachen Pinsel und möchte es noch so ein bisschen mehr verdunkeln, weswegen ich nochmal zu dieser braunen Farbe greife, weil das war mir vorhin noch ein bisschen zu hell. Ich will wirklich noch so ein Braun haben und das kommt jetzt hier an meinem äußersten Augenlid am Rot vorbei und in die Lidfalte. Und so ein Pinsel eignet sich super für die Lidfalte, weil dadurch, dass er so flach ist,
kann ich hier meinen Lidschatten perfekt auftragen und dann wirklich perfekt hier reingehen. Ein Traum, Leute, diese Pinsel. Ich gehe jetzt nochmal in dieses Drecksgelb, in so einem dreckigen Gelb. Ja, in den Ton gehe ich jetzt rein und trage das nochmal hier an meine äußersten Lidfalte. Irgendwie fehlt mir noch so ein dunkler Ton, damit ich mehr Tiefe in meine Lidfalte kriege. Boah, ich habe voll Hunger. Hier bei der Palette haben wir hier eine ganze Reihe schimmernde Töne. Und ich denke, ich werde 2 bis 3 Stück verwenden. Zum Anfang benutze ich jetzt hier die hellste Farbe. Das ist so ein wunderschönes Rose Gold Goldton. Und damit gehe ich jetzt auch nochmal in meinem Innenwinkel rein. Mit dem Finger lassen sich diese schimmernden Töne deutlich besser auftragen. Kommt jetzt dieser Ton hier. Das ist so ein etwas dunkleres Braunton. Doch, das ist so der perfekte Bronzeton, würde ich sagen. Ich benutze als erstes mal meine Finger wieder. Also hier allein vom Swatch her ein sehr schöner Bronzeton. Und der kommt jetzt einfach mal direkt hier rein. Vor allem jetzt auch, wenn ich das so ein bisschen mit dem Rotton mische. Wow, also dieser Bronzeton mit dem Rotton unten drunter, finde ich, ergibt ein wirklich sehr schönes Ergebnis. Sag mal, die Pinsel sind heftig. Krass. Also wenn du auch findest, dass die Pinsel echt geil sind, dann schreib mir doch mal diesen Emoji unten in die Kommentare. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich jetzt wieder hier diesen Braunton und dieser mit einem etwas größeren flachen Pinsel, denn es gibt den kleinen und den großen. Und dann nehme ich jetzt den größeren und betone damit meine untere Wasserlinie. Beziehungsweise, ja, meinen unteren Wimpernkranz. Jetzt nehme ich diesen angeflachten, angeschrägten Pinsel. Der eignet sich, glaube ich, super eher für Augenbrauen. Für Eyeliner würde ich ihn, glaube ich, eher nicht verwenden, weil der ein bisschen zu dick wäre. Und dann gehe ich jetzt nochmal in diese rose-goldene Farbe rein und betone damit meinen Augeninnenwinkel nochmal gezielt und meinen Augeninnenwinkel in der unteren Seite, versteht ihr, was ich meine? Also hier unten und nicht da oben. Und mit derselben rose-goldigen Farbe highlighte ich noch meinen Augenbrauenbogen. Damit wir jetzt so viele Lidschatten wie möglich benutzen, gehe ich jetzt nochmal hier in diesen schimmernden Lila-Ton rein. Ich finde Lila... Huch, mein Pinsel kurz weggeschmissen, alles klar. Ich finde Lila passt da eigentlich auch sehr gut und ich gehe da jetzt einfach mal mit dem flachen Pinsel nochmal rein. Und mach einfach so ein bisschen so einen Farbklecks. Wo ist mein Eyeliner? Mein Eyeliner. Boom. Bam, bum, brum, bum. Ohne Eyeliner gehe ich nicht aus dem Haus. Deswegen benutze ich jetzt einen Eyeliner von Essence. Und zwar habe ich hier den Eyeliner Pen in Waterproof. Und ja, deswegen erstmal Eyeliner go. Luft einatmen, eine Schweigeminute go. Für Mascara benutze ich jetzt die Roller Lash Mascara von Benefit. Das ist zurzeit mein Favorit, wenn es um Mascaras geht. Super dünne Bürste, nicht so viel Produkt auf der Bürste. I'm in love. Ich benutze jetzt hier die NYX Contour Palette. Ich nehme jetzt hier diesen angeschrägten Pinsel. Auch hier der Pinsel ist super weich und hat bis jetzt vielleicht so 2 Haare verloren, aber denke, damit kann ich echt gut leben. Passt auch super hier in meine Wangenknoche rein. In meine Wangenknoche. In meinem Wangenknochen. Gott, Deutsch. Als Blush benutze ich den Essence Matte Touch Blush in der Farbe 030. Und da gehe ich jetzt in meinem Rouge rein. Abklopfen. Es gibt zusätzlich auch noch einen Highlighter-Pinsel und das ist so ein typischer Fächerpinsel. Ist eigentlich normal und da benutze ich jetzt einen Highlighter von MAC. Das ist mein, glaube ich, erstes und wahrscheinlich auch letztes MAC-Produkt. Das ist der Lightscape Mineralized Skin Finish Highlighter und ich kriege das Ding nie auf, nie. Das ist auch eher so ein weicher Highlighter, also gar nicht einer, der irgendwie dich halber erblindet. Ich bin noch auf der Suche nach einem erblindenden Highlighter. Also wenn du da irgendwie eins kennst, dann schreib ihn mir doch mal bitte in die Kommentare. Dankeschön. Boah, ist voll komisch, wenn ich mich jetzt hier gar nicht geschminkt habe. Oh, Power of Make-up und so.
Für die Lippen benutze ich den Jeffree Star Liquid Lipstick und das ist die Farbe Mannequin. Das ist so ein super schöner Nude-Ton und den trage ich überall auf. Damit noch so ein Verlauf entsteht, benutze ich den NYX Lingerie Liquid Lipstick in der Farbe Exotic. Das ist so auch ein Terrakotta-Rot. Finde ich, passt eigentlich sehr gut zu allem. Und der hier kommt jetzt ein bisschen in die Ecken rein. Ich habe mich, glaube ich, jetzt offiziell in diese Lippenkombination verliebt. Aber allgemein, diese NYX Lingerie Lipsticks sind einfach so schon richtig schön und mit schönen Farben und schön matt. Und ja, definitiv eine Empfehlung. Und das ist mein erster und deutlich nicht letzter. So sieht nun mein fertiger Lidschatten Amazon Beauty Dupe Test Look aus. Und ich muss sagen, dieser Lidschatten. Also die Lidschattenpalette hat mich definitiv umgehauen. Ich bin wirklich super zufrieden. Und diese Palette ist nicht nur ein Dupe zu der Kylie Jenner Burgundy Palette, sondern meiner Meinung nach auch ein Dupe zu der Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Denn die hat einfach sehr, sehr ähnliche Rot- und Orangetöne. Wenn ihr die mal so ein bisschen nebeneinander stellt, Also, wenn das nicht mehr wirklich ähnlich ist und das hier nur für 9,99 Euro. Pinsel an sich sind auch super gut und für 19,95 Euro war es, glaube ich, kann man da wirklich nichts falsch machen. Und an dieser Stelle löse ich wie versprochen auch mein Versprechen ein. Und zwar verlose ich diesen Pinselset natürlich auch ein neues und nicht mein benutztes auf Instagram. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Und ansonsten, mir würde deine Meinung von den Produkten und den Kommentaren gerne interessieren. Ansonsten würde ich mich auch über ein Däumchen nach oben freuen für weitere Amazon Live-Tests. Und ansonsten danke ich fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!